Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hallo Freunde. Hier ist wieder der Kanal von Chilled Frank mit dem Let's Play SimCity. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ja, wir starten natürlich sofort und laden die Stadt. Leider ist es jetzt so gewesen, dass ich in den letzten Tagen mal wieder nicht hochgeladen habe. Also für mich, sage ich mal selber, eine zu große Lücke habe entstehen lassen. Das tut mir leid, ich möchte eigentlich etwas häufiger sogar im eigenen Interesse SimCity spielen. Wobei ich sagen muss, einmal habe ich auch SimCity gespielt. Und zwar, ich werde da vielleicht nochmal später, in einem späteren Let's Play darauf zurückkommen. In einem ganz interessanten Let's Play mit vier anderen Spielern zusammen haben wir in einer Region gespielt, um ein Großprojekt zu starten und hatten da ausreichend Gelegenheit, das Regionsspiel auszuprobieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat EA oder Maxis haben da einen ganz guten Job gemacht, denn viele Sachen sind verbessert. Also beispielsweise das Geldüberweisen geht mittlerweile Entschuldigung, wirklich ratzfatz. Das wird ja mittlerweile elektronisch gemacht seit dem Upgrade 5 und nicht mehr durch irgendwelche symbolisierten Fahrzeuge, die da durch die Gegend fahren. Und insofern ist das schnell und zuverlässig und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine ganz feine Sache geworden. Auch das Zusammenspiel hat uns eigentlich an keiner Stelle vor größere Hürden gestellt. Das ist also ganz gut geworden, so wie es im Moment aussieht. So, und das ist ja eigentlich eine ganz gute Nachricht, nachdem so viel verbuggt ist. Ich meine natürlich, klar, in der grundsätzlichen Game Engine selber, da hat sich nichts getan wahrscheinlich, aber das Regionsspiel ist besser geworden. Und so bin ich also auch ganz optimistisch, dass wir relativ bald sogar, jetzt hier für unsere Stadt, habe ich mir überlegt, sehr schnell eine zweite Stadt aufbauen werden. Das soll ja unsere Universitätsstadt werden, aber manche Forschungen dauern einfach so lange und belegen doch die Universität schon so komplett, dass es unter Umständen besser ist, tatsächlich eine zweite Stadt relativ bald sich zuzulegen, um einfach die Forschungen besser verteilen zu können und um auch das Rathaus besser nutzen zu können mit seinen Modulen. Wir haben immer noch vergessen, bisher der Stadt oder ich einen Namen zu geben. Deswegen sollten wir also jetzt nun mal endgültig weg von dem Eilersteil. Ich bin ganz, ganz schlecht im Namen geben. Mir fällt also da kaum was Vernünftiges ein. Ich nenne das jetzt mal First Town. Ich weiß, das ist nicht besonders nennenswert kreativ. Wer eine bessere Idee hat, darf das ja gern per Kommentar einfach mal schreiben. Dann freue ich mich, wenn da ein vernünftiger Gegenvorschlag oder eine vernünftige Alternative genannt wurde. So, jetzt aber mal zu unserer Stadt. Es läuft ja soweit ganz gut. Wir haben ja mit Strom, Wasser, Abwasser schon im Moment was eine ganz gute Grundlage gelegt. Wir wollen hier noch ein ganz klein bisschen das untere oder obere Stadtgebiet, wie immer man das auch sehen möchte, ausbauen. Und ich habe mir gedacht, wir lassen diese ausgefransten offenen Stellen im Moment noch offen, damit wir flexibel reagieren können, was wir da eigentlich hinbauen wollen. Ich möchte weiter bei der Idee bleiben, hier ungefähr in der Gegend die Uni zu bauen. Aber es kommen noch so viele Gebäude, die riesige Platzfresser sind. Wir müssen da also sehr, sehr vorsichtig umgehen mit dem Platz. Und sollten aber jetzt mal an den Straßenbau für diese Region dran gehen, damit wir das mal auch abschließen können. So, ich schlage vor, dass wir für
mehrere Großgebäude, die wir eventuell noch brauchen. Hier nochmal ein größeres Feld reservieren. Ansonsten hier erstmal zum normalen Straßenbau übergehen. Oder ziehen wir es durch? Ja doch, wir ziehen es durch. Okay. Dann hier noch. Und wann fangen wir an, nochmal auf größere Gebäude Rücksicht zu nehmen? Wir könnten... Ach, wir können auch abreißen. Und was ich gerne abreißen möchte, ist Folgendes. Diesen Straßenanschluss. Nein, das war der falsche. Diesen Straßenanschluss. Der sitzt mir zu früh. Ich möchte mir da nicht die Einfahrt blockieren. So. Dann ziehen wir noch eine Straße da lang. Obwohl... Ja. Wir auch hier in dem Gebiet nochmal zur Not was abreißen können. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir sollten aber so allmählich den Hauptteil des Straßenbaus nun auch mal abschließen. Einfach damit das... Damit das da auch mal beendet ist. So. Hier gehen wir doch wieder mehr auf die Rechteckbauweise. Und sollen wir hier ein engeres Quadrat setzen? Okay. Das ist schon mal soweit in Ordnung. Die Stromversorgung wird angemahnt. Okay. Dann haben wir da auf jeden Fall die Möglichkeit, die großen Turbinen zu bauen. Ich habe gesehen, unser Windkraftwerk hat noch überhaupt kein Schild. Das geht natürlich gar nicht. Ja, dann sollte sich das mit dem Strom jetzt erstmal erledigen. Jawohl. Ja, ja, Leute, keine Panik. Strom ist unterwegs. Haben wir da jetzt irgendwelche Verluste zu beklagen? Nee. Alle Gebäude haben es überlebt. Gott sei Dank. Einmal kurz nach dem Rathaus geguckt. Wir hätten also schon die Möglichkeit hier
die ersten Maßnahmen zu ergreifen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, im Endeffekt werden wir das wohl doch dann über zwei Rathäuser abwickeln wollen. Ja, ich denke mal, die Finanzabteilung ist das erste Wichtige, was wir uns erlauben sollten. Denn wir haben dann auch die Möglichkeit, hoppla, die Steuern richtig einzustellen. Ich habe übrigens jetzt auch gehört, das, was ich jetzt mache, ist gar nicht mal so verkehrt. Die Steuern in der Reihenfolge 12, 11, 10 aufzubauen. Das heißt, einfaches Wohngebiet 12, mittleres Wohngebiet 11, hohe Einkommensschicht 10 und das Ganze natürlich auch, das auch für Gewerbe und Industrie einzustellen, ist also genau der richtige Kompromiss zwischen ausreichend hoher Besteuerung und wohl also Sympathie empfinden der Bürger. Überschreiten wir das hier an Stellen, dann wächst die Stadt nicht richtig, weil die entsprechende Bevölkerungsschicht nicht mehr richtig mitspielt. Das ist also, das sind die Idealwerte, die wir eben so einstellen können. Das hatte ich eigentlich mehr oder weniger intuitiv schon fast so gespielt und habe jetzt gehört, das ist also auch tatsächlich die empfehlenswerteste Art, das Ganze anzugehen. So, jetzt wollen wir nochmal schauen. Wir haben genug Strom. Also da kann auf keinen Fall gemeckert werden. Feuerwache hat 3 Löschfahrzeuge. Gelöschte Brände am Tag. Da müssten wir also nochmal Hand anlegen. Okay. Jetzt haben wir die Feuerwache voll ausgebaut. Das sollte so reichen. Wasserknappheit. Kann ich dem Diagramm jetzt aber nicht entnehmen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich jetzt doch ein bisschen, dass uns hier Wasserknappheit attestiert wird. Nee. Definitiv nicht. Da ist alles im grünen Bereich. Da haben wir also die Straßen ausgebaut. Und auch die Wohngebiete, die wir hier neu hinzugefügt haben, entwickeln sich doch ganz prächtig. Die sind komplett ausgebaut. Ja gut, die Dichte will ich ja doch gar nicht weiter ausbauen zwingend. Das Gewerbe hier vorne ist auch zufrieden.
Ich würde mal sagen, es läuft. Keine Gebäude, die es zu... Doch. Irgendwelche Trümmer, warum? Brand. Ja, das mit der Feuerwehr. Das könnte natürlich doch vielleicht langfristig... Brand. Dass wir da nochmal nachsteuern müssen. Okay, aber die Grundlage ist gelegt. Wir können jetzt hier weiter ausbauen und uns aber dann auch relativ bald dem Ausbau der Uni widmen. Schauen wir mal, ab wann das möglich ist. Also wir kommen also ohne Schule, ohne erste Schule zu bauen, kommen wir nicht aus. Okay, also wird ein Schulausbau unausweichlich sein. Das Einzige, was mich jetzt, wie gesagt, etwas irritiert ist, warum werden hier weiterhin Gebäude ohne Strom angezeigt? Schließlich erwirtschaften wir hier einen Überschuss. Und das gleiche merkwürdige Verhalten haben wir hier mit dem Wasser. Ich verstehe nicht, warum uns das so angezeigt wird. Da bin ich also noch nicht ganz so zufrieden. Vielleicht bauen wir einfach was dazu. Hoppala. So, das ist ja jetzt eigentlich ein ganz deutlicher Überschuss. Und bauen uns hier noch schnell einen Wasserturm dazu. So. Das sollte doch jetzt nun endlich helfen. So, das mit dem Strom hat sich auf jeden Fall erledigt. Ja. Das Wasserproblem scheint sich auch gerade zu beruhigen. Dann haben wir es ja geschafft. Sind wir weiterhin in einer guten Balance. Und können dann das nächste Mal uns
mit dem Ausbau dieses rechten Feldes beschäftigen. Prima, dann ist die Stadt erstmal stabil. Ich bedanke mich für euer Interesse und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen restlichen Tag und hoffe, euch dann bald wiederzusehen. Bis dahin, so long, chilled Frank.